Der Kampf gegen Glut beginnt so gesehen schon in der Röhre vor dem Boss, da ihr hier jede Sekunde Schaden erleidet, solange ihr drin steht. Macht euch also direkt nach Grobolus bereit und beginnt den Pull, bevor ihr in die Röhre geht. Schickt eure Tanks mit deren Tankheiler voraus, springt hinunter und zieht Glut ans andere Ende des Raumes. Euer Tank bekommt den stapelbaren Debuff Tödliche Wunden, welcher die Wirksamkeit von Heileffekten pro Stapel um 10% verringert. Macht euch hier also auf einen eventuellen Tankwechsel bereit. Der Rest des Raids verteilt sich wie immer hinter dem Boss. Im Raum befinden sich zusätzlich drei Abläufe, aus welchen immer wieder Zombies spawnen. Diese gilt es von Magiern, Todesritter, Paladinen oder jeder anderen Klasse, welche kalten kann, zu kontrollieren. Hierzu könnt ihr unter anderem Totems, Frostnoven, Novas, Novea, wie auch immer, genutzt werden, um die Zombies zu verlangsamen. Haltet ihr unbedingt die Zombies weg vom Boss, denn alle 2 Minuten benutzt Glut die Fähigkeit Dezimieren. Hierbei werden alle Raid-Mitglieder sowie die herumlaufenden Zombies auf 5% Gesundheit gesetzt. Erst jetzt könnt ihr die Zombies erledigen, da sie davor schlicht und ergreifend zu viel Leben hatten. Sie machen sich außerdem direkt auf den Weg Richtung Boss. Bei ihm angekommen, wird er für jeden Zombie, welcher ihn erreicht, geheilt. Heißt also, direkt nach Dezimieren als Heiler euren Tank hochheilen, erst dann den Rest und als Dealer die Zombies fokussieren. Das Ganze wiederholt sich, bis der Boss stirbt.